Dank für die freundliche Begrüßung. Meine zweite Rede von diesem Mikrofon hier in dieser Woche. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen dabei war. Die erste Rede war anlässlich des Königstages der Niederlande. Ja, der eine oder andere war dabei. Also, schön wieder hier zu sein. Sehr geehrter Herr Filipski, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Stähler, verehrte Geistlichkeit, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten aus Münster und weit darüber hinaus, Vertreter der Fraktionen und Parteien der Stadt Münster, der Universitäten, der Vereine, Verbände, liebe Sänger der Chöre, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Anwesende. Heute erinnern wir gemeinsam an ein 50 Jahre zurückliegendes Ereignis, an die erste homosexuellen Demonstration in Deutschland am 29. April 1972 hier in Münster. Die furchtbaren Repressionen durch den Paragraf 175 waren zwar formell Geschichte, Schwule, Lesben, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen waren aber noch immer an den Rand gedrängt und wurden massiv diskriminiert. Dass ihnen solches Unrecht widerfahren ist, muss uns noch heute mit Scham erfüllen. Denn längst wissen wir, in einer Demokratie muss auch die Liebe frei sein. Ein Staat, der sich in die sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität seiner Bürgerinnen und Bürger einmischt, ist ein übergriffiger Staat. Umso nötiger und wichtiger war damals das mutige Engagement von Pionieren. Wer heute Bilder vom CSD hier aus Münster, aus Bielefeld, aus Essen oder Köln sieht, wird kaum glauben können, wie viel Mut 1972 notwendig war, um bei dieser Demonstration dabei zu sein. Am Mittwoch hatte ich die Gelegenheit, mich mit Reinhard Schmidt auszutauschen, der vor 50 Jahren auch hier in Münster mit dabei gewesen ist. Ich bin sicher, er ist hier, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Da ist er. Hallo, Herr Schmidt. Herr Schmidt hat mir berichtet, wie das war mit dem Mut. Und als ich ihn gefragt habe, wie sind Sie eigentlich drauf gekommen, diese erste Demo gerade in Münster stattfinden zu lassen, hat er mir erzählt, naja, in seiner Studentenstadt in Bochum wäre es ihm deutlich schwerer gefallen, mitzulaufen. Das war seine Antwort auf die Frage, warum er hier mit dabei gewesen ist. Er hat geschildert, warum er es getan hat, warum das notwendig war und warum für ihn auch kein Weg dran vorbeiging. Sich zeigen, sich nicht mehr verstecken wollen, klar machen, wir sind da. Und wir bleiben auch. Lieber Schmidt, vielen herzlichen Dank für unser Gespräch und auch für Ihr persönliches Engagement seit den 70er Jahren. Zu den Pionieren von damals gehört auch das Kommunikationszentrum Münster, kurz Schwulenzentrum. Hier im Saal sitzen Menschen, die sich teils seit der Gründung, seit Jahrzehnten mit den entscheidenden Themen der queeren Community beschäftigen. Menschen, die sich in vorbildlicher Weise für Akzeptanz und Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft einsetzen. Wenn man sich ansieht, was der Verein seit der Demo vor 50 Jahren erreicht hat, wird deutlich, viele der Ziele sind erreicht worden. Meine Damen, meine Herren, heute ist auch ein Tag, einmal stolz und zufrieden auf das Erreichte zurückzublicken. Sie wissen, der Weg dahin war oft steinig und es gab auch Rückschläge. Die bisher erreichte Gleichstellung von queeren Menschen war mit enormen Anstrengungen verbunden. Und es gilt weiterhin, den Blick nach vorne zu richten, denn das eigentliche große zentrale Ziel ist noch immer nicht erreicht. Noch immer werden Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität diskriminiert und ausgegrenzt. Hier ist eines besonders wichtig, Solidarität. Solidarität untereinander, aber auch Mehrheitsgesellschaft. Sie haben in 50 Jahren erlebt, zusammen sind Sie stark. Und Sie können sicher sein, auch das Land, auch ich persönlich, unterstützen Ihre Arbeit aus voller Überzeugung. Zum Beispiel, wenn es nun darum geht, den Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der sexuellen Identität zu ergänzen. Es
darf in unserem Land keinen Platz geben für Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität eines Menschen. Unser Land, gerade unser Land Nordrhein-Westfalen, ist in vielerlei Hinsicht bunt, vielfältig. Wir wollen die Lebenssituation von queeren Menschen in Nordrhein-Westfalen umfassend verbessern. In der ausgehenden Wahlperiode haben wir das unter anderem mit dem Aktionsplan Impulse 2020 für queeres Leben in Nordrhein-Westfalen getan, auch unter Mitwirkung der Selbstorganisation. Tatkräftige Unterstützung aus der Politik gab es zum Beispiel für öffentliche Erinnern an die Menschen, die aufgrund von § 175 Strafgesetzbuch Leid erfahren haben. Wanderausstellung, Fachtagung, Filme und Projektförderung haben daran erinnert. Die Selbstorganisations-, Beratungs-, Öffentlichkeits- und Medienarbeit wird unterstützt, sowie die Arbeit hier in Münster, beispielsweise auch jährlich die psychosoziale Beratung. Für uns geht es bei queeren Themen immer auch um unsere Gesellschaft insgesamt. Eine Gesellschaft, die bunt und vielfältig ist, aber zugleich eben auch zusammenhält. 50 Jahre Deutschlands erste homosexuellen Demonstration in Münster heißt 50 Jahre Kampf für Gleichberechtigung und Teilhabe. 50 Jahre Engagement für ein besseres Zusammenleben in unserem Land. Es heißt auch sichtbar machen, was queeres Leben ist, freudvoll, selbstbestimmt und eben ganz selbstverständlich. Mein Appell an Sie lautet daher, machen Sie weiter. Seien Sie sichtbar auch in Zukunft. Das tut uns allen gut und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Vielfalt hat viele Facetten. Lassen wir sie leuchten. Vielen Dank.